أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, an diesem gesegneten Freitag, bi'idhnillahi as-sami' al-alim, werden wir weiter fortführen mit unserer Reihe über Amradul Umma, die Krankheiten der Umma zu sprechen. Und ein Thema, und wahrlich, es ist eine Krankheit, unter die muslimische Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam leidet, ist al-istihza'u bid-din, das sich lustig machen über die Religion Allahs azza wa jal. Was für eine gewaltige Krankheit dieses ist. Liebe Geschwister, es gibt Gründe, warum Allah azza wa jal uns momentan die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesen Zustand versetzt hat. Es gibt Gründe, warum die Umma krank geworden ist von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt wahrlich Gründe, warum wir auf der gesamten Welt erniedrigt werden. Dieses hat alles mit einer Sache zu tun: wir haben uns von der Religion Allahs entfernt. Wir haben unsere Ehre und unseren Stolz mit etwas anderem eingetauscht als mit dem Stolz für diese einzig wahre Religion. Allahumma thabbitna ala dinil haq. So sagt Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Und wer ist Umar? Allah azza wa jal hat die Wahrheit auf seine Zunge gelegt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Allah hat wahrlich die Wahrheit auf die Zunge von Umar ibn al-Khattab gelegt, liebe Geschwister. So sagte Umar radiyallahu anhu: Inna kunna adhalla qawmin fa'a'azzana Allahu bil-Islam. Wir waren in der Jahiliyyah vor dem Islam ein erniedrigtes Volk. So hat Allah uns Ehre und Stolz gegeben durch den Islam. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ. Solange wir den Stolz durch etwas anderes erwerben, erstreben, als durch den Islam, wird Allah Azza wa Jal uns erniedrigen. Und der Grund, warum Allah Azza wa Jal uns erniedrigt, ist, dass wir den Stolz zu dieser einzigst wahren Religion getauscht haben mit Ittiba' al-Kuffar, dass wir den Kuffar nachmachen in jeder Hinsicht. Ja, sogar brüsten wir uns und wir zeigen uns gerne auf, indem wir sagen, wir folgen den und den. Subhanallah al-Azim. Das ist der Grund für die gesamte Erniedrigung, liebe Geschwister, dass wir als Muslime nicht mehr unserer Religion nacheifern, dass wir nur für diese Religion ein Herz haben. Nein, wir haben diesem Herz einen anderen Platz verschafft, und zwar, dass wir etwas anderes begehren als den Islam. Das ist der Grund. Und daher haben wir seit geraumer Zeit eine Reihe angefangen, damit wir wieder zu unserer Religion zurückkehren, damit wir den Stolz erwerben, der uns damals in den ersten Generationen bekannt war, liebe Geschwister. Hast du gesehen, dass in der Zeit von Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda der Islam erniedrigt war? Du sagst mir nein. Hast du das erlebt in der Zeit von Abu Bakr as-Siddiq? Du sagst mir nein. Hast du das erlebt in der Zeit von Uthman und Ali radiyallahu anhum ajma'in? Du sagst mir in keinem Fall. Und das hatte alles mit einem Grund zu tun: diese Leute sind der Religion gefolgt. Ihre einzige Sorge war, diese Religion aufrecht zu erhalten, für diese Religion zu leben und für diese Religion zu sterben. Deswegen hat Allah Azza wa Jal sie geehrt.
Wir leben total ein gegensätzliches Leben zu dem, was unsere Vorfahren gelebt haben. Hätten sie nicht die Religion geschützt, hätten sie nicht danach getrachtet, dass der Islam überall verbreitet wird auf der Welt, eine Frage, wären wir heute Muslime? Wären du und ich heute Muslime, wenn die Sahaba radiallahu anhum nicht durch die ganze Welt gezogen sind? Und das nur für Allah Azza wa Jal, um diese großartige Religion des Islam zu verbreiten. Wären wir heute Muslime, frage ich dich, o Diener Allahs? Aber subhanallah, du und ich, wir spielen herum. Wir haben nicht diese Sorge, die die Sahaba einst hatten, radiallahu anhum wa ardahum. Sondern unsere Sorge ist, dass wir in dieser Welt genießen, was wir auch immer genießen möchten. Du bist beschäftigt damit, die Dunya zu erreichen. Und du wirst nichts von der Dunya erreichen, außer was Allah für dich geschrieben hat. Du bist beschäftigt, in dieser Welt herumzuspielen. Du suchst nach Geld. Du suchst nach Frauen. Du suchst nach Anerkennung. Und hast vergessen, o Diener Allahs, dass das, was dich bekümmern sollte, dass das, was deine Hauptsorge sein sollte, die Religion Allahs Azza wa Jal ist. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah Azza wa Jal sagt uns, und sterbt nicht anders denn als Muslime. Das soll deine Hauptsorge sein. Allah erinnert dich daran, dass du in dieser Dunya befestigt bleibst, bis Allah subhanahu deine und meine Seele nimmt und er dann uns am Tage der Abrechnung mit dem belohnt, was er den gläubigen Diener versprochen hat. Allahumma arzuqna al-Jannah waj'alna min ahliha. Liebe Geschwister, al-istihza'u bid-din. Das sich lustig machen über die Religion Allahs. Was für ein gewaltiges Thema. Und du hörst viele Leute in der heutigen Zeit, die muslimische Namen tragen und die Kinder von Muslimen sind und in einem islamischen Land aufgewachsen sind, dass sie sich lustig machen über die Religion Allahs. Allahu Akbar. Und viele kennen nicht das Urteil über denjenigen, der sich über die Religion Allahs Azza wa Jal lustig macht. Liebe Geschwister, wir lesen zwischen der Al-Fatiha und der Surah An-Nas in diesem glorreichen Koran. Und leider ist das nicht mehr das Hauptbuch von uns Muslimen, sondern wir beschäftigen uns mit anderen Büchern, mit anderen Ideologien, mit falschen Dingen, mit Nachrichten, Dingen, die Falschheit enthalten und uns früher oder später von der Religion wegbringen. Allah Azza wa Jal sagt, لَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنْ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله سبحانه Und wer spricht wahrhaftigere Worte als Allah? Und wenn Allah dir etwas in seinem Koran sagt, dann solltest du aufmerksam zuhören, o Diener Allahs. Diese Botschaft ist nicht umsonst, sondern wir sind Muslime und wir haben Spielregeln, nach denen Allah Azza wa Jal uns am Tage der Abrechnung auch abrechnen wird, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt über die Heuchler. Wenn du sie fragst, dann sagen sie, wir haben nur schweifende Gespräche geführt, uns lustig gemacht und herumgespielt. Allah Azza wa Jal sagt zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Er soll diese Botschaft weitertragen. Sprich, macht ihr euch etwa lustig über Allah, über seine Zeichen und über den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam? Entschuldigt euch heute nicht, ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher gläubig wart. Allahu Akbar. Allah berichtet uns in dieser Ayah über die Heuchler, die Religion Allahs Azza wa Jal verlassen haben. Was ist der Hintergrund für diese Ayah, liebe Geschwister? So berichtet Ibn Umar, radiyallahu anhu arda, qala rajulun fi ghazwati tabuk fi majlisin, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula, arghaba butuna, wa akthaba ansinatan, wa ajbana inda liqa. Er sagt, Ibn Umar, radiyallahu anhu, am Tage von Ghazwat Tabuk,
Das war die Schlacht in Tabuk, liebe Geschwister. So sagte einer, kein Sahabi. Denn sowas sagt kein Sahabi. Sowas sagt nur ein Munafiq, ein Heuchler. Er sagte, als sie mit den anderen zusammensaßen, diese unsere Qurra sind die Vorleser, die in den Gebet vorbeten. Die in den Gebeten vorbeten. Sahaba, die das Wissen tragen. Diese unsere Vorbeter, und achtet auf die Worte, ob dieselbigen Worte in dieser Zeit heute auch gesagt werden. Diese unsere Vorbeter, die Sahaba, sie haben dicke Bäuche. Sie essen viel. Und sie haben eine lügnerische Zunge. Sie lügen viel. Und sie sind diejenigen, die feige sind, wenn sie auf den Feind antreffen. قال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Dann sagte ein Mann, der mit ihm saß, als er diesen Munafik gehört hat, wie er diese Worte ausgesprochen hat, er sagte zu ihm, du Lügner, vielmehr bist du ein Heuchler. Ich werde den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, darüber kundtun, ihm berichten, was du gerade in dieser Sitzung gesagt hast. Faqala ibn Umar radiallahu an. Dann sagte ibn Umar radiallahu an, fa'ana ra'aytuhu muta'alliqan bizimami naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. So sagte ibn Umar radiallahu an, ich sage genau diese Person, der diese Worte ausgesprochen hat, dass er zu dem Propheten Muhammad s.a.w. gegangen ist. Und er hat sich an die Zügel der Kamelstute festgehalten. Er hielt sich an der Stute von dem Propheten Muhammad s.a.w. fest, während der Prophet s.a.w. auf dieser Kamelstute saß. Und er sagte, ja Rasulallah, wir haben nur herumgespaßt und wir haben nur herumgespielt. Bedeutet diese Worte, die wir gesagt haben, haben nichts damit zu tun, dass wir diese Glauben, diesen schlechten Glauben im Herzen tragen. Vielmehr haben wir nur Spaß gemacht. Wir wollten uns amüsieren. Wir wollten einfach nur etwas sagen und haben die anderen zum Lachen gebracht. فنزل القرآن. Dann kam der Koran herab, liebe Geschwister. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أكبر. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ohne ein Wort hinzuzufügen, nachdem diese Person ihn um Verzeihung gebeten hat. Ja, Rasulallah, wir haben nur herumgespielt. Wir wollten uns nur amüsieren. Das war kein I'tiqad, das war kein wahrer Glaube, den wir im Herzen getragen haben, sondern es waren Worte, die zu diesem Zeitpunkt aus unseren Mündern herausgeschossen sind. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt? Ihr habt das nicht im Herzen verinnerlicht, diese Worte. Also, wird Allah Azza wa Jal euch verzeihen? Er sagte, entschuldigt euch nicht, ihr seid Kuffar geworden. Höre, nachdem ihr vorher geglaubt habt. Sie waren Gläubige. Allah hat das bestätigt im Koran. Aber nach diesem Glauben haben sie die Religion verlassen. Allahu Akbar. Einige gezählte Worte, die nicht mal verinnerlicht waren im Herzen, sondern sie sagten, wir haben nur herumgespielt, wir haben uns nur amüsiert, wir haben nur schweifende Gespräche geführt. Entschuldigt euch heute nicht, ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher geglaubt habt. قال المفسرون, die Erklärer des Koran sagen, وهذه الآية دليل على أن كل من تنقص الدين من تنقص الدين جادا أو هازلا فقد كفر. Das ist ein Beweis, ein deutlicher Beweis, diese Ayah, dass jeder, der die Religion reduziert, verringert, sie geringschätzt, dass er, ob er es im Spaß oder im Ernst sagt, ein Kafir geworden ist. Kafir. Wir haben nur schweifende Gespräche geführt. Wir haben uns nur lustig gemacht. Wie heute. Einer sieht eine Frau mit einem Hijab. Er sagt, schau mal dieses Zelt, was sie anhat. Wenn er damit den Hijab meint und der Hijab gehört zur Religion, dann ist er ein Kafir geworden. Und ein anderer, er sieht jemanden mit einem Bart. Er sagt zu ihm, was ist los, Achim? Hast du deinen Rasierapparat verloren? Wenn er den Bart als Religion und nicht die Person meint,
dann ist er ein Kafir geworden. Denn wer auch immer sich über die Religion Allahs Azza wa Jal lustig macht, er ist nichts anderes als ein Kafir. Diese Leute, die Munafiqun, die Heuchler, die diese Worte gesprochen haben, in dieser Sitzung, liebe Geschwister, sie sprechen solche Wörter nur, wenn sie auch damit zufrieden sind. Ey Wallah, schau mal, wie viele Worte heute gesprochen werden. Einer sagt zu dir, schau mal, weil wir wissen, liebe Geschwister, der Gläubige, er darf in dieser Dunya kein Alkohol trinken. Aber Allah Azza wa Jal wird ihn im Akhira, im Jenseits, diesen Alkohol trinken lassen. Nur ist der Alkohol im Jenseits nicht wie dieser Alkohol. Er sagt zu ihm, trink du dein Alkohol in der Akhira, im Jenseits, ich fange hier schon an. Er macht sich lustig über die Religion und der Ärmste weiß nicht, dass er ein Kafir mit diesen Worten geworden ist. Ein anderer. Er macht sich lustig über die Hur al-Ain. Die Hur al-Ain, die Paradiesjungfrauen, sie gehören zur Religion. Dadurch befördert er sich aus dieser Religion. Liebe Geschwister, wir reden nicht darüber, dass du hier eine kleine oder eine große Sünde gemacht hast. Wir reden darüber, dass du die Religion Allahs verlassen hast. Allah braucht solche verdorbene Herzen nicht. Niemand spricht solche Worte aus, außer einer, der mit diesen Worten auch zufrieden ist. Denn wer nicht mit diesen Worten zufrieden ist, wird niemals solche Worte sprechen, dass er sich über die Religion Allahs Azza wa Jal lustig macht, liebe Geschwister. Diese Personen, sie haben das nicht verinnerlicht als Glauben, sondern sie haben es zu einem Zeitpunkt gesagt, wo sie sich amüsieren wollten mit den anderen. Und wie viele sitzen heute in Kreisen und amüsieren sich mit den anderen und sie wollen sie zum Lachen bringen, dabei vergessen die Ärmsten, dass Allah Azza wa Jal diese Wörter bereits aufschreiben gelassen hat. Wie viele Leute machen sich lustig über die Religion, als diese Leute, diese Munafiqun, diese Heuchler gesagt haben. Schaut mal, unsere Qurra, die Leser, die Rezitierer des Koran. Schau mal, diese Leute, sie haben dicke Bäuche und sie sind diejenigen, die feige sind. Sie gehen nicht zum Dschihad. Diese Worte hören wir heute von diesen verbrecherischen Übelstunden, die Allah Azza wa Jal nicht liebt. Die Khawarij und diejenigen, die auf dem Weg sind, von den Khawarij. Du hörst von ihnen Wörter, die Gelehrten sind Heuchler. Allahu Akbar. Weiß dieser Mann, was er spricht? Weiß er, was er spricht? Ja, Achi, vielleicht bist du raus aus der Religion. Allah Azza wa Jal. Während du herumspielst und sagst, diese Gelehrten, wer sind sie schon? Schaut mal, die sitzen zu Hause auf ihrem Stuhl und sie sind diejenigen, die feige sind und nicht rausgehen. Ich bin der Mujahid. Du bist nichts. Wallahi al-Azim, Allah hat noch nicht einmal diese Tat von dir angenommen. Wo bist du? Hat Allah von dir den Dschihad angenommen? Hat Allah dir gesagt, dieser Dschihad ist von dir angenommen? Bevor du überhaupt dorthin gegangen bist, machst du hier Fesad auf der Erde, tust du Übles und redest über die Gelehrten. Und das sind die Vorbeter gewesen, die sie gemeint haben in dieser Überlieferung. Das sind diejenigen, die die Gelehrten waren. Sie sagen über sie, wir haben niemals solche Menschen gesehen, wie diese unsere Vorbeter, wie diese Sahaba, wie diese, die das Wissen tragen. Und du sagst heute dieselben Worte. Vielleicht bist du ein Kafir. Wenn du das mit der Religion verbindest, du bist ein Kafir geworden. Yachin, das sind Leute, die haben bei Allah Azza wa Jal eine Stellung. Und ich möchte, dass ihr bitte darauf achtet. Was haben diese Leute genau gesagt? Und die Überlieferung ist exakt so, wie Ibn Umar radiallahu anhu sie überliefert hat. Er sagte, sie sagten einfach über diese Leute, sind Dickbäuchige, sind Lügner, sind Leute, die feige sind. Subhanallah al-Azim. Einfache Worte. Sagt man nicht heute, schaut mal, die Gelehrten, die sind nur mit Essen beschäftigt. Sagt man das heute nicht? Sagt man nicht, schaut mal, guck mal, der lebt so und so und der liebt die Dunya und liebt nicht die Akhira. Als ob er mehr Eifersucht hat für die Religion Allahs als dieser Gelehrte. Aber mashallah, er ist schon in Al-Jannah. Er ist schon im Paradies. Und er hat den höchsten Paradiesplatz. Deswegen redet er über die Gelehrte. Wallahi al-Azim, vielleicht bist du es, der den Islam schon verlassen hat und du erklärst andere zu Kuffar. Und du bist selber ein Kafir. Schäm dich. Schäm dich. Diese Leute haben nur herumgespielt, gespaßt. So wie einer heute über die Rezitatoren in Masjid al-Haram oder so sagt, guck mal, das sind Dickbäuchige. Ey Wallah. Leichte Worte.
die schnell gesprochen sind. Und Allah Azza wa Jal, als sie gesagt haben zum Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wir haben nur herumgespielt, wir haben uns nur amüsiert, wir haben nur Spaß gemacht. Allah hat sie nicht der Lüge bezichtigt im Koran. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Sprich, habt ihr euch etwa lustig gemacht über Allah? Eine Frage, haben sie über Allah ein Wort gesagt? Antwort, nein. Aber weil das, worüber sie sich lustig gemacht haben, mit der Religion Allahs zusammenhängt, also sind sie dadurch Heuchler und Kuffar geworden. Sie sind Heuchler und Kuffar geworden, obwohl sie über Allah direkt nichts gesagt haben. Sprich, macht ihr euch lustig über Allah? Sie haben über Allah nichts gesagt. Über die Zeichen Allahs. Sie haben darüber nicht direkt etwas gesagt. Die Sahaba, dickbäuchige, feige Leute. Sie haben sie nicht genannt bei Namen. Und über den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Haben sie ihn genannt? Haben sie ihn beim Namen genannt? Sie haben ihn nicht genannt. Aber weil das alles zurückzuführen ist auf die Religion Allahs, so hat Allah azza wa jal sie vom Islam ausgeschlossen. Allah, nicht Abul Bara. Es gibt Leute, die kommen und sagen, mit wem macht ihr Takfir? Nein, Allah sagt über diese Leute, höre, das sind die Worte Allahs, nicht von Abul Bara. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher geglaubt habt. Welche Worte hast du schon gesagt über die Gelehrten? Und sie tragen das Schild des Islam hoch. Siehst du, was sie machen? Siehst du, was sie durchmachen? Siehst du, welche Eifersucht sie für diese Religion haben oder nicht? Bei Allah, wenn du sagst, ja, du bist ein Lügner. Bei Allah, du bist ein Lügner, wenn du diese Fragen bestätigst. Dazu müsstest du sie kennen. Frag ihre Schüler. Frag ihre Schüler, wie sie diese Religion aufrechterhalten. Subhanallah al-Azim. Liebe Geschwister, die Angelegenheit ist ernst. Viele Witze werden heute gemacht über diese großartige Religion. Manche sagen, diese Frauen, sie haben keine Lust, ihre Haare zu machen, also ziehen sie sich ein Hijab an, weil sie eh hässlich sind. Worte, die gesprochen werden. Einer sieht eine Frau in Niqab, er sagt, sie ist ein Djinn, schau mal, die läuft wie ein Djinn hinter ihrem Mann her. Das sind Worte, die gesprochen werden. Vielleicht hat diese Person den Islam verlassen. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Ja, ich bin Mu'min. Ja, diese Leute waren auch Gläubige. Deswegen sagt Allah, sie sind ungläubig geworden, nachdem sie vorher geglaubt haben. Hast du diese Worte einmal gesagt? Niemand sagt solche Worte, außer der damit zufrieden ist, sagen die Gelehrten. Denn ein gläubiges Herz wird niemals akzeptieren, dass diese Worte bei Allah Azza wa Jal gesagt werden. Ja Allah, was ist der Ausgang derjenigen, die sich über die Religion Allahs lustig machen? Und ich rede heute über die Muslime. Ich rede nicht über die Kuffar. Allah hat uns das Bild der Kuffar ausgemacht im Koran. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Und kein Gesandter kam zu ihnen, außer dass sie sich über ihn, genau über ihn, den Gesandten, lustig gemacht haben. Jeder Gesandte, der zu seinem Volk kam, so haben die Kuffar sich über ihn lustig gemacht. Und das Schlimme ist, heute müssen wir nicht mehr über die Kuffar reden, sondern wir müssen über die Kinder der Muslime reden. Die sogenannten Muslime, die sich lustig machen über die Religion. Höre diese Ayah von Allah Azza wa Jal. Er beschreibt den Zustand derjenigen, die eine bestimmte Eigenschaft gehabt haben. Sie sagen, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. O Allah, lass uns heute an diesem Tag, wo du uns in dieses Höllenfeuer hereingebracht hast, lass uns aus diesem Höllenfeuer wieder herausgehen. Nimm uns heraus aus diesem Höllenfeuer. O unser Herr, sie bitten ihn mit unser Herr. Sie wissen jetzt, dass Allah ihr Herr ist. Ja Allah, lass uns herausgehen aus diesem Höllenfeuer. Wir halten die Strafe nicht aus. Und wenn wir zurückkehren zum Kuffer, zum Unglauben, dann sind wir wahrlich, wahrlich, wahrlich Ungerechte. Qala
تخصوا فيها ولا تكلمون. الله عز وجل gibt ihnen eine Antwort: Bleibt da drin und redet nicht mit mir. Bleibt in diesem Höllenfeuer und redet nicht mit mir. Rein mit euch in diesem Höllenfeuer. Welche Worte hast du noch auf so eine Antwort von Allah? Kannst du noch Worte sprechen, nachdem Allah das gesagt hat? Rein mit euch und redet nicht mit mir. Verboten für dich, mit Allah zu reden. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Allah Azza wa Jal, sagt, eine Gruppe von meinen Dienern, die an mich geglaubt haben, die sagen, O unser Herr, wir glauben an dich. آمنا فاغفر لنا, so vergebe uns, nachdem wir an dich glauben. Vergebe uns und sei barmherzig mit uns, und du bist der Beste der Barmherzigen. Eine Gruppe von Gläubigen, die Allah gebeten haben, dass Allah sie nicht in Schande stürzt und ihnen am Tage der Auferstehung eine geehrte Stellung gibt. Allah sagt uns jetzt die Eigenschaft der Kuffar, warum sie in diesem Höllenfeuer verdammt werden. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا. So habt ihr euch über sie lustig gemacht, sagt Allah. Hast du die Eigenschaft gehört? Das war die Eigenschaft, warum sie in diesem Höllenfeuer verbannt werden. Wovor? Ihr habt euch über diese Gruppe von meinen Dienern, die gesagt haben, O unser Herr, wir glauben und vergebe uns und du bist der Barmherzigste, ihr habt euch über sie lustig gemacht. Allah. Ihr habt sie euch zu Gelächter genommen. Hatta ansaukum zikri. Bis ihr abgelenkt wart von der Ermahnung von mir. Bedeutet, ihr habt die gesamte Zeit euch mit diesen gläubigen Dienern beschäftigt, bis ihr meine Ermahnung vergessen habt. Bis ihr die Ermahnung Allahs vergessen habt, ihr werdet zur Rechenschaft gezogen, weil ihr mit diesen gläubigen Dienern beschäftigt war. Hatta ansaukum zikri. So habt ihr die Ermahnung vergessen, O ihr Höllenbewohner, die ihr heute alle in der Hölle schmort, wa kuntum minhum tadhakun. Und ihr habt euch über sie lustig gemacht. Hast du gehört, welche Eigenschaft sie besitzen? Diejenigen, die an diesem besagten Tag im Höllenfeuer schmoren und Allah Azza wa Jal zornig ist auf sie und so, dass er sie mit Wörtern vernichtet, die schlimmer sind als die Strafe, redet heute nicht mit mir. Leichte Worte, die du sprichst über die Religion Allahs, das ist dein Ende, wenn du zu diesen Leuten gehörst. Allah beschreibt uns, dass er mit den Gläubigen gnädig war. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru. So habe ich heute diese gläubigen Diener dafür belohnt, dass sie geduldig waren. Allahumma ja'alna min ha'ula. Dass sie geduldig waren. Dass sie geduldig waren. Sie haben Geduld gezeigt in dieser Dunya, obwohl die Leute sie angefeindet haben. Von jeder Seite, liebe Geschwister. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun, dass sie heute an diesem Tag, den Tag der Abrechnung, die Sieger sind. Allahu Akbar. Das sind die Sieger an diesem heutigen Tag. Gehörst du zu ihnen? Yahi, pass auf, was deine Zunge spricht. Die Worte sind schnell geredet mit der Zunge. Und wir hören gleich darüber, was diejenigen an Hukum, am Urteil haben, wenn sie mit solchen Leuten zusammen sind, die sich lustig machen über die Religion Allahs. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahda la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Die Heuchler sind viele in der heutigen Zeit. Und wie viele behaupten, dass sie gläubig sind, aber bei Allah stehen sie als Heuchler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, das sagen sie mit ihrer Zunge, wir glauben an Allah. Und
an den jüngsten Tag, am Tage des Gerichts. Ja Allah, sind sie wahrhaftig in dem, was sie sagen? Höre die Antwort Allahs. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Sie sind keine Gläubige. Behaupte, was du willst. Wer hat dich erschaffen? Wer hat dein Herz erschaffen? Wer hat deine Taten erschaffen? Und wer kennt dich am besten von allen? Allah. Behaupte, was du willst. Dieser Nifaq, diese Heuchelei, wenn sie sich einmal reinsetzt in deinem Herzen, Allahu Akbar, und du stirbst auf diesem Weg, ohne bereut zu haben. Denn diese Religion, walhamdulillah, bietet jeden eine neue Chance. So sagt Allah Azza wa Jal, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, ihr habt so viele Sünden gemacht, bis in die Wolken hinein, verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs, denn Allah vergibt alle Sünden. Wenn du zu denjenigen gehört hast, die sich lustig gemacht haben über die Religion Allahs, dann ist das eine Tat, die dich vom Islam ausschließt. Ich habe vorher gebetet, ich habe gefastet, ich habe gespendet. All deine Taten sind vereitelt mit einem Wort. Denn liebe Geschwister, nach der Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah können wir unseren Glauben zerstören mit der Zunge oder im Herzen, dass du an eine bestimmte Sache glaubst, an die du niemals in dieser Art und Weise glauben darfst, oder mit deinen Taten. Eines von diesen drei Dingen. Und diese Leute, diese Heuchler haben das mit der Zunge gemacht. Wenn du das in der Vergangenheit gemacht hast, oder du kennst Leute, dann musst du sie warnen, dass sie bei Allah Azza wa Jal bereuen müssen und zurückkehren sollen zum Islam. Allah, es kann sein, dass du ein Wort sagst und du stirbst nach diesem Wort und gehst für ewig in Jahannam. Das ist unsere Religion. Liebe Geschwister, wir gehören nicht zu denjenigen, die sagen, wenn man einmal La ilaha illallah gesagt hat, dann mach, was du willst. Nein, bei Allah, diese Leute sind irregehen. Sondern du kannst deine Taten zerstören mit einem einzigen Wort. Ein Wort vom Kufr oder vom Schirk. Ein Wort. Und deine gesamten Taten sind dein. Heuchler gibt es viele in dieser heutigen Zeit. Leute, die sagen, ich rede solche Wörter nicht. Aber er sitzt mit Leuten zusammen, die diese Wörter reden. Hören wir uns an, was der Unterschied zwischen denen ist, die diese Worte sagen, und die anderen, die diese Worte nicht sagen. Aber sie sitzen mit ihm. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا Und bereits wurde euch im Buche Allahs herabgesagt, dass wenn ihr hört, dass die Zeichen Allahs verleugnet werden und dass man sich über sie lustig macht, ja Allah, was sollen wir machen? فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ So setzt euch nicht mit diesen Leuten hin. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ Bis sie das Gespräch wechseln, bis sie das Thema wechseln. Warum, ja Allah? إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ Sonst seid ihr wie sie. Sonst seid ihr wie sie. Sonst seid ihr wie sie. Dasselbe Urteil, auch wenn du diese Worte nicht gesprochen hast, du saßt mit diesen Leuten. Das reicht. Denn niemand, der Eifersucht hat für seine Religion, wird durchgehen lassen, dass solche Worte gesprochen werden. Und du solltest das nicht durchgehen lassen. Auch wenn deine Verwandten sich lustig machen. Das heißt, du erklärst ihnen mit einer barmherzigen Art und Weise, dass sie vielleicht mit diesen Worten die Religion verlassen haben. Die sollen wissen, dass die Religion Allahs kein Spiel und kein Spaß ist. Die sollen das wissen. Aber bleib barmherzig. Denn, Wallahi, ich habe das selber persönlich erlebt. Ich kannte eine Person aus der Verwandtschaft. Möge Allah Azza wa Jalla ihn recht lehren. Im Libanon und in anderen Ländern von Ahlus Sham, und man weiß, was ich meine, lernt man den Kufr zu sprechen mit der Milchflasche. Sie fluchen über Allah, die gesamte Zeit. Und diese Person hat ebenfalls über Allah geflucht. Und ich habe die Person gemieden. Kein Salam, und mit dieser Person wollte ich nichts zu tun haben. Aber Alhamdulillah, diese Person betet jetzt, gedenkt Allahs und hat diesen Weg verlassen. Rede auf gute Weise.
Denn derjenige, der heute ein Kafir ist, könnte morgen ein Gläubiger sein. Und manchmal haben wir das erlebt, dass diejenigen, die am weitesten entfernt waren von Allah, danach die nahestehendsten Diener, gläubigen Diener zu Allah waren. Hast du die Geschichte von Umar ibn al-Khattab vergessen? Rede barmherzig. Aber weh dir, dass du mit Leuten zusammensitzt in einer Sitzung und sie machen sich lustig über die Religion und du sitzt einfach da und sagst, ja, das ist seine Abrechnung, nicht meine, das ist eurer beide Abrechnung, sag ich dir, Odin Allahs. Eure beide Abrechnung. Und Allah beendet diese Eier. Inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Und Allah wird die Heuchler und die Kuffar zusammen in Jahannam vereinen und sie bestrafen. Ja Allah, warum wirst du die Munafiqun, die Heuchler und die Kuffar zusammen bestrafen? Weil sie auch in der Dunya zusammenwachten. So werden sie heute an diesem Tag in Jahannam ebenfalls schmoren. Liebe Geschwister, ich bitte euch bei Allah, achtet darauf, was ihr sagt. Und die Religion Allahs ist die höchste Respektstufe bei uns. Niemand kommt dieser Respektstufe nur in der Nähe, wer noch ein gläubiges Herz hat. Und pass auf deine Wörter, die du sprichst. Und Wallahi, zu mir kommen viele Brüder, obwohl sie praktizierend sind. Sagen sie, ich habe letztens aus Versehen mitgelacht, als das und das gesagt wurde. Und das sind praktizierende Brüder. Deswegen pass auf, o Diener Allahs. Pass auf, dass dein Spaß nicht so weit geht, dass du durch diese paar Worte, über die Menschen in der Dunya gelacht haben, dafür das ewige Jahannam bekommst. Möge Allah Azza wa Jal uns alle recht leiten. Möge Allah Azza wa Jal uns entfernen von den Leuten des Übels, der Kuffar und der Munafiqin. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns gesunde, gläubige Herzen geben. Möge Allah uns Eifersucht für unsere Religion geben, auf dass wir immer unsere Religion verteidigen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns barmherzig mit der Schöpfung sein lassen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns bis zum Tod erlauben, dass wir die Menschen zum Guten rufen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.